Ladies and Gentlemen, liebe Pelikane, willkommen zurück zu Mass Effect 2. TDFLP hier, euer Cheating am Start. Wir sind im Puff Piano. Wir haben die ganze Band together. Und wir warten, wartet. Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. That's nice. Und wir gucken jetzt, was wir noch machen können. Auf die Miranda-Mission habe ich absolutely fucking keinen Bock einfach. Was haben wir noch? Reaper FFS ist Hauptstory weitermachen. Abstürzendes Schiff, das hat mich sowieso schon interessiert. Das gehen wir mal retten. Das finde ich interessant. Ich weiß gar nicht, woher wir diese Mission haben, aber hey, fuck it. Wir machen es einfach. Let's do it, bitches, let's do it. Warum sollte ich meine Waffe wegstecken wollen in diesem Spiel? Das bringt mir keinerlei Vorteile. Mit wem spielen wir? Morden? Hatten wir lange nicht mehr. Spielen wir mit der alten? Komm, wir probieren. Ah, noch jemand fehlt! Eine Person fehlt noch. Krass. Also haben wir doch noch nicht die Band together. Ich war unwissend. Werfen, ziehen, aufspalten. Whatever. I give a shit. Wow. Damage pur. Okay, nice. Morden hat 3 Punkte. Fuck, gib mir einfach das hier, mehr Leben und so ein Shit. Das benutzt die alte für Waffen. Oh, die benutzt ein Gewehr. Wow. Good fucking job. Holy shit. Let's do it. Aufschlag auf der Planetenoberfläche steht unmittelbar bevor. Ich sende Ihnen einen Countdown über die verbleibende Zeit bis zum Aufschlag. Oh ne, Zeit. Ah, ich hasse es, mit unter Zeitdruck zu arbeiten für 5 Minuten. Scheißegal, wie lange es ist. What? Ah, fuck it, kein Zeit, das zu lesen. 5 Minuten haben wir. Oh, that's fucking bullshit. Really geil. That's fucking bullshit. Ah. Knapp, Digga. Kein Plan. Ich dachte, wir können irgendwas daraus rausziehen. Was, Alter, abgeriegelt? Müssen wir irgendwas drücken oder was? Sehr gut. Maschinenraum. Der Maschinenraum erfüllt mein Herz mit Freude. Just say. Lol. Die ducken sich immer dann, wenn sie es nicht sollen. Kann ich das jetzt aktivieren? Okay, übertreib. Steh auf. Meine Fresse. I don't know where we have to go. Ohne Probleme. I really don't know where we have to go. Ey, fuck you guys. Boah, ist schon weggeflogen. Never lucky. Always assholes, never lucky. So, Nummer 2. We good?
Ich weiß nicht, was ich machen muss, aber ich glaube, ich muss irgendwie das Schiff wieder zum Laufen bringen. Ich weiß ja nicht, ob das möglich sein wird. We did it? Fragezeichen? Wir haben es geschafft. Oh, das war's schon. Das war ja easy. Okay, wir sollten einfach nur das Schiff mit Energie wieder versorgen. Okay, okay. That's good, that's good. I like this. That's nice. Hier will jemand mit mir reden. Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Oh, shit. Ja, wir haben nur noch Miranda helfen. Und das war's. Und darauf haben wir keinen Bock. Also machen wir den Reaper Fuck for Sake beschaffen. For fuck's sake. Verlassener Reaper. Stimmt, von denen haben wir richtig wenig bis jetzt in der Story mitbekommen. Okay, im ersten Teil haben wir auch wenig über die mitbekommen, aber da war irgendwie mehr der Fokus auf den Reapern. Hier ist er mehr auf den Kollektoren, die für die Reaper arbeiten. Shit! Und ich glaube, wir ändern uns, oder wir ändern. Wir nähern uns dem Ende des Spiels. Und wer ist das? Naja, fuck it. Okay, wir nehmen den. Die ist ganz cool, aber die suck balls. Nee. Whatever. Was ist das für ein Chaos, Joker? Ich gebe mein Bestes. Der Wind erreicht bis zu 500 km/h. Neben dem Reaper fliegt ein zweites Schiff. Es sendet kein FFS. Das Ladar identifiziert es als Geth. Dann ist ja klar, warum das Team sich nicht mehr gemeldet hat. Was ist da passiert? Die Masseneffektfelder des Reapers sind noch aktiv. Wir sind soeben dort eingedrungen. Im Auge des Hurricanes, was? Holy shit. Das ist ja ein richtig fetter Schiff. Sie beide wirken nervös. Ein Wandsafe. Und noch ein Wander. Wir holen uns erstmal das Geld. So. Geld. Und Arbeitslog. Klingt spannend. Das ist ja auch Geld. Tatsache. Also wir kriegen irgendwas Cooles. Medizinstation. Hä? Was ist da gerade passiert? Der Reaper hat kinetische Barrieren aktiviert. Ich glaube nicht, dass wir von unserer Seite aus durchkommen. In einem Reaper gefangen.
So stellt man sich den optimalen Tag vor. Die Normandy hat Geschütze. Benutzen Sie sie. Die Normandy verfügt nicht über die notwendige Feuerkraft. Die Schilde der Reaper stecken den Beschuss durch Schlachtschiffe problemlos weg. Shepard, eine kinetische Barriere kann nur durch einen Masseneffektgenerator erzeugt werden. Das gilt für jedes Schiff, sogar für einen Reaper. Im Moment der Aktivierung habe ich eine Hitzespitze geortet, vermutlich im Masseneffektkern des Wracks. Übermittle jetzt die Koordinaten. Warnung! Der Kern hält den Reaper auch auf seiner Flughöhe. Wenn wir die Barrieren also ausschalten, um zu entkommen, stürzt das Wrack in den Planetenkern. Und das bedeutet, dass alle sterben. Versteh schon. Scheißegal, los geht's, YOLO. Und Daten, dann holen wir diesen hässlichen Schrotthaufen vom Himmel. Halten Sie sich bereit, uns aufzunehmen. Im Herzen eines braunen Zwergs zermalmt zu werden, steht heute nicht auf meiner Tagesordnung. Ei, ei. Weidmanns Hai. Faszinierend. Benötigt Scanner von der Normandy. So viele Daten. Voll krass. Sie sind verheiratet. Das haben Sie nie erwähnt. Katie hatte Probleme mit ihrer Aggressionskontrolle. Als mein Bruder geheiratet hat, versuchte der Trauzeuger bei ihr zu landen. Sie hat die Treppe vor der Kirche runtergestoßen. Katie ist meine Frau. Die Geschichte habe ich dir erzählt. Nein, ich kenne doch meine Frau. Ich weiß noch, das war der einzige Tag, an dem sie Seidenstrümpfe trug. Ja, die mit der Naht auf der Rückseite. Daran erinnere ich mich auch. Was zum Teufel soll das? Wieso haben wir dieselbe Erinnerung? Gedächtnismanipulation. Beeinflussung ihres Bewusstseins. Crazy shit. Creepy shit. Da kommen sie. Da kommen wir. What the fuck? Sauberer Treffer. Wie sich das anhört. Richtig crazy. Kommt ja leer. What the fuck is? Alter. Diese Explosionskisten verwirren mich einfach. Die Tech zur Herstellung der Husks kommt also von... Ja, red! Oh shit. Wir nehmen mal Feuer. So many shit. Kampf steht bevor. Schon wieder. Kommen die andauernd wieder? Oh mein Gott! A never ending loop. I can't deal with that. Why is this happen? Ein Cerberus-Gewehr. Achtung! Die sterben, die waren aber getötet von irgendwas. Ich weiß nicht, wer da geschossen hat, aber ich schulde ihm einen Tanz. Was das wohl ist? Ein Cerberus-Gewehr. Interesting. Was das wohl ist? Ach, Shepard. Always so stupid. Kampf bereit machen. Das ist jetzt gerade recht. Oh, shit. Boah, das war eigentlich eine richtig gute Nutzung von dem. Fuck, warum block ich? Wie viele? Oh mein Gott!
Feuer. Oh, ich werfe mal so eine Granate. Ja, geh weg jetzt. Betreib mich, betreib mich! Boah, die halten übel viel aus, die sind super duper tanky as fuck. Oh man, so viele. Geil, sind wir noch? Jetzt ist er down. Down, down the river. Down, down the river. Gib mal ein bisschen Munition. Down, down the river. Ja, ich sollte Sänger werden. Ich habe wirklich meine Zeit vergeudet als Nichtsänger. Ich bin derart talentiert. Sollte meine Stimme versichern. Schweres Hauptgewebe. So, wo müssen wir hin, Bitches? That's the motherfucking question, right? Warte mal, hier von hier waren die Gegner gekommen. Ja, und jetzt, wo müssen wir hin? Mal hier hin. Können wir machen. Open the gates, bitch. Oh, a sniper, that's not good. Go. What the Shepard Commander? Fuck. Gehört er nicht zu unseren Feinden? Das ist doch ein Geth. Schon mal jemand einen Geth sprechen hören? Total. Ja, der kann auch noch weiter snipern und die Wichser hier weghauen. Das ist doch gar kein Ding. Oder nicht? Oder denkt er sich jetzt, oh, nö, jetzt geh ich mal wieder. Muni ist immer gut. Muni kann man immer gut arbeiten. Oh shit. Alter, wie viele? Da habe ich schon gekillt. Oh mein Gott, was soll dieser Fettsack? Ah, ich muss schnell sammeln. Lass mein Doktor in Ruhe, du Spast, ey. Ah, what the fuck? Okay, Bitch. Feuer, Schattenschlag. Und ich mach einfach Damage. Ich will jetzt nicht sterben.
Ja, in der nächsten Folge werden wir dann dieses Abteil, diese Sektion des Spiels abschließen, hoffentlich. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.